Wir gehen heute in den Wasserpark. Wir gehen heute in den Wasserpark. Was geht ab, Schildkrötengang? Wir gehen heute in den Wasserpark. Einen Moment mal, Leute. Wie sieht's denn hier bitte aus? Warte mal, was ist das denn? Das sieht hier so aus, als hätte jemand rumgepupst, aber ich war das ganz bestimmt nicht. Billy, bist du dir sicher? Hier sieht's echt voll pupsig aus, Leute. Was ist bitte mit dem Wasserpark geschehen? Leute, hier ist ja gar kein Wasser mehr. Schaut euch das mal an. Der Wasserpark ist komplett leer. Alter, was geht denn hier bitte ab? Warte mal, was? Warum sind hier überall Spinnen? Gar kein Wasser mehr. Oh Mann, hey Leute, irgendjemand hat bestimmt das ganze Wasser ausgetrunken, aber ich war das nicht leer. Das warst doch bestimmt du, oder nicht? Warte mal, warst du das etwa, oder wie? Hast du das ganze Wasser getrunken? Ja, nein, 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 ich habe mich sowas von gefreut, hier endlich baden zu gehen und auf einmal... warte mal, siehst du das? Oh, das ist ein Spinnennetz. Einen Moment mal, Alter, Leute, kann es sein, dass dieser Wasserpark komplett verlassen ist? Hier ist einfach keine Menschenseele. Warte mal, nein, das glaube ich nicht. Bitte nicht die grüne Rutsche, bitte nicht die grüne Rutsche. Uah, das glaube ich jetzt nicht. Check das mal ab, Leute, nicht mal. In der grünen Rutsche läuft noch Wasser. Alter, wie geht das? Ach, seh nicht mal, hier vorne beim Sprungbrett ist noch Wasser. Was machen wir denn jetzt? Einen Moment mal. Alter, nicht mal beim Sprungbrett. Oh nein, Leute, das ist ja voll schrecklich. Oh Mann, Leute, Billy Boops, heute sind einfach 30 Grad. Hier ist es so heiß drin. Was machen wir denn jetzt? Oxy, hier ist eine Kiste. Komm mal her. Eine Kiste? Was hast du denn bitte gefunden, Lea? Jetzt bin ich mal total gespannt. Oh, Lea, meinst du echt, eine Kiste kann uns in diesem ganzen Schlamassel hier noch weiterhelfen? Ich meine, schau dir das an. Hier ist einfach alles verlassen. Was ist da denn bitte drin? Hä? Warte mal, Wandelpulver. Was ist das denn, Lea? Ich weiß es nicht. Sag mal, was passiert, wenn du das auf dich selbst schüttest? Auf mich selbst schütteln? Alter, Lea, ich mach's erstmal auf dich. Hier, boom, nimm mal das. Warte mal, Lea, alles gut? Einmal mal geht's dir noch gut, Lea? Warte mal, ich glaube, ich bin im Kreativmodus. Warte mal, wie geschieht das denn bitte? Oh, sie kann einfach fliegen, Leute. Usi, komm mal her, Usi, komm mal her. Und boom, warte, funktioniert's bei dir auch? Und ich bin mal echt gespannt. Hier, Billy, nimm du auch mal direkt. Wartet mal, was? Oh Mann, irgendwas passiert mit mir. Oh, einen Moment mal, Billy Pups, spürt irgendwas, Leute. Ich bin auch im Kreativmodus. Schaut mal, ich kann einfach auch fliegen. Was, Billy? Du kannst auch fliegen? Hä, das glaube ich jetzt nicht. Okay, Leute, ich mache das auch mal direkt auf mich. Und, einen Moment mal. Alter, Leute, ich bin auch im Kreativmodus. Hä, wie cool ist das bitte? Hä, wartet mal, warum war ich einfach so ein Kreativmodus-Pulver? Woran liegt das? Oxy, ich weiß nicht, warum da Wandelpulver in der Truhe war, aber wir brauchen doch eh noch ein bisschen Geld für das Taxi zum Zurückfahren. Oh, da hast du auf jeden Fall recht. Unsere Stadt ist ganz schön teuer. Das kostet von hier bis in die Stadt bestimmt 130 Euro oder so. Warte mal, Oxy, wie wär's, wenn wir einfach versuchen, den Wasserpark neu aufzubauen? Wow, Ossi, das ist wirklich eine spitzenmäßige Idee. Hey, Schildkrötengang, sollen wir das machen? Wenn ja, like direkt das Video in 3 Sekunden. 1, 2, 3. Liken und abonnieren und... Leute, ich habe auf den Like-Button draufgepupst. Ist das auch gut? Warte mal, was? Alter, Billy, jetzt stinkt der Like-Button. Ist das da? Komm mal her hier, Billy. Du kannst nicht immer einfach rumpupsen. Ich habe dir schon zweimal gesagt, wenn du pupst, dann entweder draußen oder bei Ukri zu Hause. Hast du mich verstanden? Ja klar, tut mir leid auf jeden Fall. Ah, Billy, naja, ist ja auch egal, Leute. Ich würde sagen, lasst uns auf jeden Fall den Wasserpark richtig cool bauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Leute, das allererste, was hier... Oh ja, auf jeden Fall. Aber das allererste, was natürlich hier ein Wasserpark direkt braucht, Leute, ist doch ganz klar. Warte mal, ich habe eine Idee. Denn mit diesem Befehl hier, Leute, //replace near, Leute, kann ich hier einfach jetzt eine Nummerierung hinschreiben. Zum Beispiel eine 50, Leute. Jetzt werden die 50 Blöcke in meiner Umgebung einfach gepinkt. Und jetzt kann ich schreiben Soul Sand. Und dann schreibe ich Komma. Was machen wir den Boden? Ich habe eine Idee, Leute. Natürlich aus Emerald Blöcken. 3, 2, 1 und boom. Check das mal ab, Leute. Wäre das nicht viel cooler für die Unterseite? Dann kann hier einfach gleich das Wasser raufkommen, oder nicht? Oh ja, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gold, aber das ist ja schon hier zum Glück. Haha. Oh ja, hey Ozzy, das sieht echt voll gut aus. Hier vorne hast du ein bisschen was vergessen. Ich mach das ganz schnell. Wow, okay, Billy, das kannst du auf jeden Fall schon mal machen, Leute. Hier vorne haben wir auch direkt den Befehl einmal eingegeben. Checkt euch das mal ab. Hier vorne fehlt das noch. Deswegen, Leute, du hast ihn ja schon gespeichert. Boom, lass uns das Ganze hier einmal komplett ausfüllen, damit das einfach hier richtig gut gleich aussieht.
Aber Orksi, hier sind überall noch Spinnenweben, weißt du was? Kein Kunde will doch zu einem Spinnenparadies. Oh, da hast du auf jeden Fall recht. Leute, ich würde sagen, es tut mir zwar leid für die Spinnen, aber wir müssen hier wirklich einmal alle einzelnen Spinnennetze einfach entfernen. Ansonsten wird das hier wirklich gar nicht mit den Kunden, Leute. So, bab, wir werden hier einmal die ganzen Spinnennetze entfernen und alles so komisch auf dem Boden, Leute, könnt ihr auch einfach mal wegmachen, denn wir möchten einen richtig coolen Wasserpark haben. So, boom, 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 genau, Billy. Mach mal schön die ganzen Spinnenweben hier weg. Hm, was können wir noch machen? Oh ja, Orksi, die ganze Erde und die unnötigen Blöcke nerven mich. Ich ersetze das einfach mit Goldblöcken. Warte mal, mit Goldblöcken? Wow, das wäre eine fantastische Idee, wirklich, Uzi. Das sieht richtig gut aus. Also ich fand eigentlich die Erdeblöcke schon voll gut, Leute. Das sah richtig cool aus, oder nicht? Billy, tut mir echt leid, wenn ich das so sage, aber ich glaube, du bist der Einzige, der Erdblöcke mag. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber Orksi, schau mal, die grüne Rutsche sieht voll hässlich aus. Warte mal, hässlich? Grüne Rutschen sind nie hässlich, aber du hast recht, das Grün sieht irgendwie ein bisschen alt aus, Leute. Ich habe eine gute Idee. Wir geben nochmal den für //replace-near ein und tippen dann einfach nochmal die Nummer 20 rein. Nee, die 30, das sollte reichen. Und dann Green, Leute, Komma, Lime. Und jetzt check das mal ab. Boom, das sieht doch schon mal viel, viel schöner aus, findet ihr nicht? Oh ja, das sieht wirklich richtig cool aus. Oh ja, jetzt sieht es nämlich einfach aus wie so frische Blöcke. Und das Ganze können wir auch da vorne machen, weil hier vorne sind die Blöcke auch schon total alt. So, 3, 2, 1, Leute. Lasst alle nochmal ein Like da und zack, perfekt. Das sieht doch wirklich richtig super aus. Orksi, ich habe hier vorne ein bisschen was mit Wasser schon mal hingemacht. Sieht das nicht richtig gut aus? Hm? Weil wir brauchen ja auch ein Wasser im Wasserpark, ne? Boah, Billy, das sieht wirklich ganz super aus. Hey, Billy, das ist aber doch kein Kanalwasser, oder? Billy, bitte, sag mir, das ist kein Kanalwasser. Doch, ich wollte eigentlich Kanalwasser nehmen, aber Lea meinte, dass das eklig ist. Deswegen nehmen wir einfach normales Wasser. Oh ja, ganz genau. Beinahe hätte Billy noch reingepupst. Oh, da habt ihr auf jeden Fall recht. Ey, Billy, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Lass mich das lieber mit dem Wasser machen. Weil ich bin ehrlich, Billy, weil bei dir ist, glaube ich, echt ein bisschen gefährlich, nicht, dass du noch reinpupst oder so, ja? Also, Leute, wenn ihr einfach ganz schnell den Wassereimer nehmen und einfach ganz, ganz viel Wasser reinplatzieren, Leute, sodass wir einfach eine unendliche Wasserquelle sogar haben, Leute. So viel Wasser werden wir hier reinmachen. So, boom, boom, boom. Denn das Wichtigste in einem Wasserpark ist natürlich auch Wasser, ne? Ist ja klar wie Kloßbrühe, oder nicht, Leute? Und auch Hamburger. Warte mal, Hamburger, Uzi, dein Ernst? Oh, warte mal, du hast recht, wir brauchen irgendwie so etwas wie eine Pommesbude oder so, Leute. Immer wenn ich als Kind im Dings da war, also immer wenn ich im Schwimmbad bin, Leute, dann esse ich so gerne Pommes, ne? Das ist so lecker dort. So, bam, 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 zack, wir machen das Ganze hier mal ein bisschen warte schöner, mal, Leute. Warte mal, Orksi, bam, 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 bam. Ich glaube, Billy hat hier auf deine Rutsche gepupst. Warte mal, Billy, bitte sag mir das nicht. Hey, Billy, was hast du denn da bitte gemacht? Ach so, nein, mach dir keine Sorgen, Lea. Das Ganze müssen wir einfach nur einmal ganz schnell ersetzen mit Goldblöcken, um das Ganze auch richtig schön aussieht. So, boom, boom, Leute. Wir machen das Ganze hier einfach einmal mit Goldblöcken leer. Das Ganze war auch nicht Uzi, das Ganze war auch nicht Billy, meine ich, sondern das Ganze war schon von Anfang an so, weil der Wasserpark hier halt so verlassen ist, Leute. So, bam, bam, bam. So, wir machen das Ganze einmal hier hin, so vorne. Bam. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wir werden uns so einen coolen Wasserpark bauen, ne, dass wir einfach so viele Villager-Kunden bekommen. Stellt euch das mal vor, wie viele Kunden wir einfach haben. Und zack, Leute. Bam, oh ja, bam, bam. Am Ende vom Video werden die Kunden kommen und unsere Wasserrutsche austesten. Mhm. Deswegen schaue ich das ganze Video bis zum Ende an, Schildkrötengang. Also ich freue mich schon auf das Ende vom Video. Oh yeah. Warte mal, was ist das bitte für ein Tanz, Orksi? Der Tanz ist voll cool, Lea. Naja, das will ja nicht jeder wertschätzen, ne? So, Leute, ich mache hier vorne noch einmal den Kinderbereich. Hier mache ich nicht zu viel Wasser rein, Leute. Denn bei kleinen Kindern ist das Ganze immer sehr wichtig, dass man sehr viel Rücksicht darauf nimmt, ne? Aber hier vorne im Erwachsenenbereich können wir richtig übertreiben. Let's go, Billy, übertreib mal komplett. Los geht es. Warte mal, Orksi, ich hab ins Wasser reingepupst. Einen Moment mal, Billy, meinst du das im Ernst? Nein. Alter, Billy, was machst du denn da vorne? Oh nein, das ist ja total widerlich. Ah, magst du, Lode? Warte mal, Billy, du hast es doch nicht ernsthaft in dein Pups reingenommen. Nein, ich musste so pupsen, tut mir echt leid, Leute. Alter, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer hat auch schon mal von euch einfach ins Wasser reingepinkelt, Leute? Wenn ja, dann schreibt mal eine 1 rein und wenn nein, eine 2. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wer pupst bitte ins Wasser so wie Billy? Alter, ich bin froh, dass das Ganze jetzt weg ist. Wer von euch hat das weggemacht, Leute? Auf jeden Fall nicht ich. Ich habe das ganz schnell weggemacht, das war mir ein bisschen peinlich. Tut mir echt leid, Leute. Naja, Billy, zumindest. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben
haben schon mal ganz viel Wasser reinplatziert. Boah, das sieht doch richtig fantastisch aus. Warte mal. Unser Wasserpark ist noch nicht ganz vollständig. Ich glaube, an den Rutschen fehlt noch etwas. Oh, du hast recht, Leute. Da müssen wir auch noch was anmachen. Denn, Leute, ihr seht schon, hier vorne haben wir irgendwie so ein komisches Schild und da steht überhaupt nichts drauf. Leute, wir müssen uns irgendeinen Namen überlegen für unseren Wasserpark. Okay, was für einen Namen könnten wir unseren Wasserpark geben? Habt ihr eine gute Idee? Ich hätte die Idee, dass wir das Ganze Billys Park nennen. Warte mal, Billys Park? Warum das denn? Ussis Park? Was soll das denn? Ich bin für Leas Park. Warte mal, Leas Park? Nein, Leute. Wir brauchen irgendeinen Namen, der komplett allgemein ist und der für uns alle stehen kann. Was könnten wir nehmen? Wie wär's denn mit Wasserpark? Warte mal, Alter, die Idee ist wirklich total fantastisch, Leute. Lasst uns das Ganze hier einfach mal Wasserpark nennen. So, ich würde sagen, als allererstes nehmen wir uns hier vorne erst einmal die Quarzblöcke in die Hand, Leute. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal so ein P hinzuschreiben, Leute. So, wir gehen hier erstmal runter. So, wir schreiben hier einmal ein P direkt einmal hin, Leute. Ich hoffe, dass das irgendwie hier einigermaßen hinbekomme, weil normalerweise kann Lea sowas am besten. So, Sieht das ganz gut aus, Leute? Ja, sieht wie ein P aus, oder? Ja, sieht wirklich sehr gut aus. Okay, Leute, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein A einmal. Wir gehen hier direkt einmal nach oben. So, da wird einmal nach oben gebaut, Leute. Zack. Und bam, das sieht schon mal einigermaßen aus wie ein A, oder nicht, Leute? Billy, hast du etwa hier hinten drauf geschrieben mit Pups? Ey, Billy, wir wollen das nicht Billy nennen, Alter. Wir wollen den Wasserpark hier Wasserpark nennen. Mach das mal bitte einmal weg, Leute. So, als nächstes brauchen wir auf jeden Fall ein R, Leute. Das R werde ich auch schon irgendwie hinbekommen. So, Zack, Leute, das sollte doch hier schon mal ganz gut aussehen. Dann verbinden wir das Ganze hier unten einmal und gehen von hier so immer nach unten, Leute. Ich weiß, sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber ich denke, das Ganze sollte schon ganz gut aussehen, oder? Und sieht es aus wie ein R? Ja, es sieht irgendwie nicht so richtig aus wie ein R, Leute. Das sieht irgendwie aus wie so ein Opa Langbein oder so, ne? Ja, ganz genau. Sehr kreativ, Orksi. Wartet, Leute, ich habe eine bessere Idee. 1, 2, 3, mach mal kurz die Augen zu. So, zack, es sollte funktioniert haben. Und boom, Leute, da steht jetzt direkt Park. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, wir brauchen aber auf jeden Fall ein viel, viel größeres Schild, weil das ist ja echt überhaupt nicht groß genug. So, boom. Wir erweitern einmal das Schild hier vorne, Leute, mit diesen Blöcken hier und hier vorne einmal mit den Blöcken. Geben dann den 4/Set Diamond-Block ein. Boom. Und davor kommt jetzt noch das Wort Wasser, Leute. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, Lea kann schon mal damit anfangen, Leute. Wir machen hier vorne noch einmal das Gerüst ein bisschen schöner, weil das sieht echt nicht ganz so schön aus, ne? So, bam, das Gerüst muss natürlich auch ein bisschen schöner sein, damit das einfach von außen richtig auffällt. Und ich hätte eine richtig gute Idee, Leute. Wie wär's, wenn wir dort gleich einfach so richtig viele LEDs und so auch noch ranmachen? Alter, dann wir so ein richtig cooles Logo haben. Oh ja, dann leuchtet das auch mega cool in der Nacht. Alter, da hast du auf jeden Fall recht, Lea. Das wäre richtig episch. Let's go. So, ich würde sagen, Leute, lass uns das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen dicker machen, damit es noch richtig, richtig gut aussieht von außen. So, boom. Und so wie Lea gerade schon meinte, Leute, ganz, ganz viele LEDs müssen da auf jeden Fall noch hin. So, wir machen das Ganze hier noch einmal auf dieser Seite und hier vorne auf der Seite. Und als nächstes kümmern wir uns noch um den Rest vom Schild, Leute, denn da müssen wir immer noch das Wort Wasser hinschreiben. Ich hab's doch schon gemacht, Orksi. Warte mal, du hast das schon gemacht? Dein Ernst, Lea? Warte mal, Alter, du hast recht. Junge, checkt euch das mal ab, Leute. Wie kann man mit unseren Wasserpark übersehen, wenn da einfach riesig Wasserpark steht? Alter, das sieht richtig gut aus, wirklich, Leute. Wollen wir da vielleicht noch vor einen Orksi packen? Also Orksis Wasserpark? Nein, Orksi, eigentlich nicht. Na gut, Billy. Orksi, ich hab schon die Pommesbude gebaut. Warte mal, du hast die Pommesbude gebaut? Ossi, das sieht ja richtig fantastisch aus. Alter, man kann sich eine Nudelsuppe holen, man kann sich Pommes holen, mittel und klein und einen Chickenburger. Alter, Ossi, das ist ja richtig cool. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, Leute, und hier vorne noch ein paar Essmöglichkeiten für draußen. So, weil es gibt viele Leute, die mögen gerne ein bisschen an der frischen Luft zu sitzen. Deswegen, wir machen hier einmal schön für ein Pärchen einzeln, Leute. Und dann machen wir hier noch einmal so einen kleinen Tisch, Leute, hin. Für so eine kleine Familie. Das sieht doch schon mal ganz süß aus. Und ich würde sagen, hier vorne können wir noch so einen Tisch hin machen, Leute, falls jemand im Stehen essen will. Denn bei manchen Pommesläden gibt es auch einfach so Möglichkeiten, wo man einfach im Stehen essen kann. Wusstet ihr das, Leute? Das ist wirklich sehr, sehr schlau von dir. Oh ja, das denke ich auch. So, Einmal hier in die Richtung. Orksi, kann ich dann bitte die Pommes braten?
Billy, du willst die Pommes braten? Na gut, ich würde sagen, da passiert doch eh nichts. Dann mach du das einfach mal, Billy. So, ich würde sagen, der Außenbereich sieht schon mal ganz gut aus, Leute. Lass uns hier nochmal so zwei Tische hinmachen. Boom, boom, boom. Und oh ja, das sieht doch schon mal fantastisch aus. Ich würde sagen, wir haben hier auch eine richtig coole, wir haben richtig leckeres Essen noch drauf. Leute, ich zeige euch das einfach mal. Alter, Leute, check das mal ab. Wir haben hier sogar so einen ultimativen Burger. Wir haben hier so einen richtig leckeren Hamburger, Leute. Wir haben hier vorne, Alter, wir haben hier vorne sogar, wie heißen die nochmal? Muffins, Leute. Oh ja, ich liebe Muffins. Grüne Muffins. Wir haben eine schöne Cola, Leute. Dann haben wir hier einen schönen Döner. Alter, wir haben sogar Döner dabei. Und sogar, Alter, wir haben sogar einfach Dönerspieß dabei, Leute. Einfach so einen schönen Köfterspieß, Leute. Und hier vorne dann noch, das brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch? Hier so eine schöne, so einen schönen Hotdog, Leute. Oh yes, isst man auch sehr gerne. Ey, ich würde sagen, Billy, pack auf jeden Fall noch ein Sortiment, das alles mit rein. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall, damit sich die Kunden auch richtig wohl hier fühlen. Das ist sowas von lecker, ganz ehrlich. Na gut, ich und Uzi werden den Laden hier schmeißen, okay? Oh ja, das werden wir. Na gut, dann würde ich sagen, was mache ich aber in meinem Wasserpark? Ich bin einfach der Boss, Leute. Und ich werde die Bademeisterin, ganz mal, genau. Naja, du willst Bademeisterin sein? Boah, du hast schon deinen Sommeranzug angezogen. Okay, ich würde sagen, das sieht schon mal ganz gut aus, Leute. Wir gehen hier nochmal ganz kurz zum Schild einmal und werden hier nochmal schnell die LEDs rantun, Leute. Boom, 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 damit man das Ganze auch im Dunkeln schön leuchten sieht. So, zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Das Ganze werden wir einmal komplett ausfüllen und dann werden wir einfach einen richtig heftigen Wasserpark haben. Ey, lass unsere ganzen Freunde einladen. Arnold, Matvi, Billy, Ukri, einfach jeden Einzelnen, den wir einladen können. Orksi, ich bin doch mit dabei. Warum willst du mich denn einladen? Oh, stimmt. Ganz vergessen, Billy. Na gut, Leute. So, bam, bam, bam. Wir bauen das Ganze hier einmal schnell nach oben und unten. So, ich würde sagen, wir füllen das Ganze einmal aus und zack, Alter, mit den ganzen LEDs, Leute. Ich schau mal, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Da wir jetzt im Kreativmodus sind, können wir einfach entscheiden, ob es Nacht sein soll. Und bam, es soll direkt Nacht sein, Leute. Alter, es leuchtet einfach. Sieht das leer? Es sieht voll episch aus. Alter, es sieht richtig cool aus, oh, wirklich. Yeah. Oh yeah, es sieht richtig gut aus. Du machst das Ganze noch in der, mit den ganzen Sachen. Okay, das war wieder richtig schlau. Okay, Leute, ich würde sagen, was mir gerade halt auffällt, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Licht drinnen, ne? Deswegen würde ich sagen, Leute, machen hier einfach einmal ein paar Fackeln rein. So, Leute, ich würde sagen, wir nehmen doch eher einfach Laternen, weil Laternen sind nochmal viel schöner, meinte Lea. Deswegen würde ich sagen, wir platzieren hier einfach mal überall ein paar Laternen hin, Leute, und wir einfach das Ganze richtig schön aussehen lassen, damit sich auch die ganzen Kunden hier richtig schön wohlfühlen. Alter, Leute, checkt euch mal meine Laterne hier ab. Bam, bam. Und Leute, ich glaube, ich weiß auch, was ich gleich machen möchte. Ich möchte auf jeden Fall vorne als Security stehen und das ganze Geld einsacken. Oh yeah, das ist mein Job. Leute, schreibt mal in die Kommentare rein, wenn ihr so in einem Wasserpark seid, was isst ihr da am liebsten? Wenn ja, also wenn ihr am liebsten Pommes isst, Leute, dann schreibt mal alle ein Ja in die Kommentare. Und wenn ihr am liebsten Burger isst, dann schreibt mal alle Biddy in die Kommentare, Leute. Am besten beides. Ja, beides ist auch ganz gut, Leute. Habt ihr auf jeden Fall recht. So, bam. Das sieht doch schon mal alles ein bisschen schöner aus, Leute. Oh ja, das sieht richtig schön einfach aus. Wir können hier einfach auch noch so ein paar Laternen ranhängen, ne? Lass uns das auf jeden Fall machen, Leute. Man kann auch Laternen in den Pool reinmachen. In den Pool rein? Nein, nein, nein. Mach das nicht, Uzi. In den Pool darf keine Elektrizität. Das ist echt gefährlich, ja? Mach das auf gar keinen Fall, Leute. Niemals machen. So, weil das ist lebensgefährlich, Leute. Das darf man nicht machen. So, Leute. Ich würde sagen, das sieht doch bisher schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir uns auf jeden Fall um die Wasserrutschen kümmern. Denn, Leute, an den ganzen Wasser rutschen, müssen wir noch Wasser ranmachen. Was? Da ist ja schon Wasser, Leute. Okay, sehr gut. Hier vorne ist auch schon Wasser. Alter, Leute, sehr, sehr gut. Hier ist ja schon überall Wasser. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Wir müssen nur noch die orangene Rutsche einmal mit Wasser ausfüllen. Das machen wir einmal ganz schnell, Leute, damit ich auch richtig schnell lang rutschen kann. So, bam, bam, bam. Es gibt so einen Trick, Leute. Immer an den Stellen einfach runter platzieren, wo das dann runterläuft. Und boom. Das sieht richtig episch aus, Leute. Oh yeah. Habe. Warte mal, was? Alter, Uzi, das ist auch nochmal richtig cool. Einfach so ein Schild für Kinder ab 12 Jahren. Oh ja, Uzi, das heißt, es ist auf jeden Fall nicht für dich geeignet, ne? warte mal, was? Oh Mann, Uzi, ich bin doch schon über 12. Na gut, das klingt doch schon mal ganz gut. Okay, Leute, ich würde sagen, unser Wasserpark sieht richtig episch aus. Lasst uns direkt auf unseren ersten Kunden warten. So, Schildkrötengang, ich bin auch mal direkt in meinen Badeanzug reingeschlüpft und ich würde sagen, wir müssen nur noch auf die ersten Kunden warten. Und warte mal, oh, da vorne sind welche, Leute. Oh, eine Familie. Okay, Wasserpark, Wasserpark-Angebot, heute nur zum halben Preis. Kommt alle her, Leute. Ich habe noch gar keinen Preis überlegt. Naja, egal. Mama, hallo, Papa, Wasserpark. Warte mal, was? Alter, Leute, da ist eine Tochter mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Alter, wie cool ist das? Hey, hör mal zu, meine Tochter. Möchtest du direkt planschen gehen oder wie? Möchtest du gerne mit Papa planschen? Oh
ja, ich möchte mit Papa Planschi gehen. Hey, sag mal, darf ich planschen gehen? Oh, Leute, meine ersten Kunden. Oh, hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch in meinem Wasserpark hier mit meinen ganzen Freunden. Wir haben das Ganze richtig schön aufgebaut, ja? Ja, das sieht man. Das war doch letztes Mal noch richtig verlassen, ne? Das sieht ja richtig gut aus hier, wirklich, wird das da alles gebaut. Oh, das war meine Wenigkeit und die Wenigkeit von meinen ganzen Freunden. Oh, die Tochter möchte direkt planschen gehen, Leute. Also, Schatz, ich gehe mit meiner Tochter. Du bezahlst. Warte mal, der Mann bezahlt? Oh, okay, also hören Sie mal zu. Das Ganze kostet... Wie viel würden Sie mir denn geben? Ich würde sagen, das Ganze kostet bestimmt 5 Euro. Aber weil ich so lieb bin, machen wir heute 50 Euro draus. Bitte schön, ich gebe Ihnen 50 Euro, ja? Warte mal, 50 Euro? Alter, Leute, wie viel Geld gibt ihr mir bitte? Oh, vielen, vielen Dank, Mr. Sir. Dankeschön. 5 mal 12? Warte mal, 5 mal 10 sind 50. 2 haben die mir zu viel gegeben. Dankeschön. Ja, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, wir werden heute den ganzen Tag hier Spaß haben. Gibt's hier auch was zu essen? Etwas zu essen? Oh ja, falls ihr essen wollt, einfach da vorne, Leute. Hier vorne ist was zu essen dann, okay? Na gut, dankeschön. Hey, Leute, wartet auf mich. Ich möchte mit euch planschen. Okay, bis nachher, Mister. Oh Mann, let's go, Leute. Unsere ersten Kunden. Und ich habe direkt 50 Euro bekommen. Einfach, dass ihr den ganzen Tag bleibt. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Let's go. Okay, müssen warten, bis noch mehr Leute kommen. Hallo, Leute. Wasserpark, Wasserpark. Hey, hallo, Sir. Wo kommt das denn, schau mal, was ich hier gefunden habe. Darf ich das benutzen? Einen Moment mal. Das sind Schnorchel, ne? Das kannst du gerne machen, aber nur mit Aufsicht von der Bademeisterin Lea, okay? Lea, wer ist das? Lea, die ist da vorne bei der Grün irgendwo, okay? Aber sei erstmal bei deiner Mutter und deinem Vater, ja? Die essen hier was. Ich gehe schon mal planschen. Na los. Na gut. Oh Mann, die ist ja unbeaufsichtigt. Naja, die gute alte Bademeisterin ist ja da. Okay, hallo, Wasserpark. Kommt alle zum Wasserpark. Naja, gut, die zwei sitzen da. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch viel, viel mehr Kunden. Hallo, kommt schon her. Oh, da vorne sind Villager. Hey, Villager, möchtet ihr vielleicht eine kleine Abkühlung? Heute sind irgendwie 30 Grad oder so. Wir haben einen richtig schönen Wasserpark gebaut. Ha, das sieht mir ja richtig toll aus, oder nicht? Was ist das denn für ein toller Wasserpark? Siehst du das, meine Schöne? Ha, ja, da hast du in der Tat recht. Also, wie viel kostet das Ganze? Wir sind aber ziemlich geizig. Ja, wir haben 5 Euro dabei. Reicht das? 5 Euro? Nee, eigentlich kostet das Ganze für 2 Personen 25 Euro, okay? Ha, 25? Das ist ja wirklich Wucher. Na gut, wir machen 25. Kein Problem. Boah, warte mal, wirklich? Na dann, rück mal raus mit dem Geld. So, 15, 15, 20, 25. Vielen, vielen Dank. Ha, na gut, dann gehe ich mal direkt rein. Boah, das sieht mir richtig schön aus. Meine Villager-Freunde kommen gleich auch alle nach. Lass uns direkt hier was essen gehen. Schau mal, hallo, nette Menschen. Lecker. Entschuldigung, falls ihr was essen wollt, müsst ihr bitte sofort Platz nehmen, ja? Also, willkommen bei Billys Pommesbude. Ich mache euch gerne Pommes, ja? Oh Mann, Leute, es läuft so gut, der Laden. Let's go. Hallo, kommt schon ran, Kunden. Hilfe, Hilfe, ich kann noch gar nicht schwimmen. Warte mal, was? Oh nein, Leute, das ist das kleine Kind. Hey, Bademeisterin Lea, schau schnell nach, ob es dem Kind gut geht. Schnell. Hey, hallo, wo ist das Kindchen? Hallo. Lea, oh nein, da vorne. Na los, Lea, rette sie schnell. Die Kleine kann auch nicht schwimmen. Schnell. Und, heb sie schon hoch. Ich kann nicht schwimmen, bitte Hilfe. Oh Mann, warum gehst du noch ins tiefe Becken? Na los, Lea, gib sie mir schon. Zack, zack, zack. Und na los, komm schon hier hoch. Hoppala. Und bam, perfekt. So, bam. Oh, warte mal, der Papa ist da. Sehr gut. Ja, meine Tochter gerettet. Vielen Dank. Hier, nehmt mein ganzes Geld. Dankeschön, dass ihr meine Tochter gerettet habt. Habt ihr das gerade gesehen? Diesen Wasserpark werde ich richtig gut empfehlen, weil der hat sogar ein Kind gerettet. Das ist der beste Wasserpark der ganzen Welt, ha? Oh Mann, Lea, er hat uns einfach 50 Euro gegeben. Hey, vielen Dank, Mist, das wäre echt nicht nötig gewesen. Doch, es war auf jeden Fall nötig. Hey, hör mal zu, an die Lea hier, möchtest du mich vielleicht heiraten? Warte mal, was haben Sie gerade gesagt? Alter, Lea, das geht jetzt echt ein bisschen zu weit. Ich habe 500 Euro bekommen. Lea, wo bringst du mit deinem Vater? Was? Lea, bring Lea zurück, Leute. Und Schildkrötengang, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Schreibt es mal in die Kommentare, wer möchte uns beim Wasserpark besuchen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, drückt unbedingt jetzt hier auf euer nächstes Video drauf. Und auf 3 Like und abonnieren. 1, 2, 3. Drückt aufs nächste Video und ich mache ein Backflip ins Wasser. Tschüss, Leute. Drückt aufs nächste Video. Let's go. Ich liebe die Schildkrötengang. Ab aufs nächste Video. Tschüss. Abonniert, Freunde.